Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge haben wir endlich mit einer meiner Lieblingscharakteren von Disney angefangen, die Quest zu machen. Und heute geht's dann weiter. Und heute geht's dann weiter mit dem Biest. Entschuldigt bitte, ich hatte gerade einen kleinen Hustenanfall. Ich bin froh, dass du hier bist. Hey, du scheinst tief in Gedanken zu sein. Belle und du wart freundlich zu mir, obwohl ich mein Temperament verloren habe. Ich möchte dir ein Geschenk machen, etwas, das zeigt, dass ich versuche, mich zu ändern. Wirst du mir helfen, Gameplayerin? Ich dachte schon, nee, dafür sind Freunde da. Freunde? Ich bin froh, dass du mich als Freund betrachtest. Ja, ist auch besser, weil als Liebespartner, dafür ist Bell ja zuständig. Ich nehme an, du hast Bell schon kennengelernt. Was denkst du, würde ihr gefallen? Wie wäre es mit Blumen? Das ist zu einfach. Sie könnte sich selbst im Garten oder im Gewächshaus welche suchen. Wie wär's denn mit einem guten Buch? Vielleicht könnte ich. Nein, nein, das sollte ich nicht. Klingt, als hättest du eine Idee. Erzähl sie mir. Ich habe einen verzauberten Spiegel, der uns das perfekte Geschenk für Belle zeigen kann. Aber ich brauche deine Hilfe, um ihn zu bekommen. Ich habe den Spiegel oft benutzt, um die Außenwelt zu beobachten. Also habe ich ihn weggeschlossen und den Schlüssel in drei Teile zerbrochen. Auf meinen Befehl hin versteckte Lumiere die Teile des Schlüssels. Dann beschloss er, mich auf eine Schatzsuche zu schicken, um die Teile zu finden. Mit Rätseln. Ich bin nicht gut in Rätseln. Also einer ist direkt vor deiner Tür, den habe ich gesehen, und ich denke mal, der andere wird wahrscheinlich begraben sein. Schatzsuche? Ich bin dabei. Du findest das aufregend? Das ist hilfreich. Durchsuche das Schloss anhand der Hinweise, um die Teile des Schlüssels zu finden. Wenn du sie alle hast, komm zu mir zurück. Wir werden die Truhe öffnen und den Spiegel benutzen. Viel Glück. Gehabt dich wohl. Gehab dich wohl. Ja. Okay. Also. Das ist ein Teil vom Schlüssel, aber ich darf den immer noch nicht nehmen. Wieso darf ich den immer noch nicht nehmen? Euer Ernst jetzt? Versteckt an einem heißen Ort? An einem Ort, wo die Stille brüllt? An einem dornigen Ort? Also dornig kann ja nur draußen sein. An einem heißen Ort? Und wo die Stille brüllt? Also dornig, ich gehe mal davon aus, oh, dass das jetzt das ist. Ja, jetzt kann ich graben, sehr schön. Okay, ein Teil haben wir. An einem Ort, wo die Stille brüllt. Also ich hätte jetzt gesagt, das ist jetzt der Teil mit dem Löwen. Aber da kann ich es nicht rausnehmen. Deswegen, ich hoffe jetzt nicht, dass das irgendwie verbuggt ist oder so. Das wäre nämlich richtig doof. Mal eben schauen. Ach so, an einem heißen Ort. Okay, verstehe. Oder auch nicht. Oh, das ist das hier? Nee, das sind normale Buchstützen. Sag mir bitte nicht, dass man die jetzt nicht nehmen kann, die Sachen. Es wäre jetzt der einzige heiße Ort, der mir tatsächlich einfallen würde. Wo die Stille brüllt.
Also ich hätte jetzt gesagt Kamin und halt eben der Löwe, ne? Der brüllt ja auch. Wobei ich nicht genau weiß, was das mit der Stille zu tun hat. Aber, ja. Ich laufe übrigens immer noch als Kleiderständer verkleidet rum. Auch nicht schlecht. Ich kann den auch nicht mit E nehmen oder so. Auch wenn nichts dran steht. Stehe ich nicht. Das ist doch eindeutig ein Teil vom Schlüssel. Das heißt, wir müssen jetzt noch diesen unteren Teil dann theoretisch. Die Stille brüllt. Und wir haben ja hier auch nichts anderes mehr. Also ich gehe tatsächlich jetzt davon aus, dass das irgendwie verbuggt ist. Also den dritten Teil, okay, ne, wo die Stille brüllt, vielleicht ist das ja auch irgendwo draußen oder so. Das mag ja noch sein. Wobei Stille, würde ich jetzt eher sagen, dass das bei Büchern ist oder so. Aber ganz ehrlich, das ist doch ganz eindeutig ein Teil von dem Schlüssel. Wieso kann ich das hier nicht nehmen? Da ist nur noch dieses Ding zum Lesen. Und wie gesagt, also wo es heiß ist, hätte ich jetzt nur gesagt, dass das der Kamin sein könnte. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Kann natürlich sein, dass das nicht so nah am Kamin ist, aber... Vor allen Dingen muss man das ja auch sehen können, nehme ich mal an. Also hier sehe ich jetzt so nichts direkt. Ich weiß jetzt auch... Ach so, ich weiß jetzt nicht. Ah, okay. Das heißt, wir werden wahrscheinlich das da auch rausarbeiten müssen, nehme ich mal an. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich glaube hier, ja, hier genau hier. Ja, okay. Es tut mir leid, ich musste deine Statue kaputt machen. Bringe das Biest die Schlüsselteile. Hier, es tut mir leid, es ist leider was dabei kaputt gegangen. Bitte schön. Hallo. Du hast alle Teile des Schlüssels gefunden. Ich danke dir. Ich werde ihn wieder zusammensetzen. Würdest du diesen Schlüssel nehmen und den verzauberten Spiegel aus der Truhe holen? Oh. Wenn ich es versuche, könnte ich etwas kaputt machen. Aus welcher Truhe? Ich habe mehrere gesehen. Ich hoffe, wir sprechen bald wieder miteinander. Oh, wir haben ein Lager. Okay. Ja, vielleicht sprechen wir bald wieder miteinander. Bitteschön, ich habe den Spiegel. Hallo. Hier bitte, ein verzauberter Spiegel. Hm. Danke. Ich zeige dir, wie er funktioniert. Danke, dass du mit mir sprichst. Nein, ah, ich wollte eigentlich das Bild ein bisschen drehen. Sie hat irgendwas gesagt mit, okay, ich glaube, mehr konnte ich leider nicht mehr lesen. Ich glaube, Bell schreibt Geschichten. Oh. Genau, deswegen mochte ich sie auch noch so, weil ich ja auch Autorin geworden bin. Und irgendwann dann mal die Schöne und das Biest gesehen habe, bevor ich das diesen Weg eingeschlagen hatte und mir damals immer gesagt habe, die ist genau wie ich, die liest gerne, die ist immer fröhlich, die schreibt Geschichten.
Ich werde auch irgendwann mal auf so ein Biest treffen. Also sowas in der Art habe ich mir damals gesagt. Ich weiß es nicht mehr genau wie. Vielleicht könnten wir etwas herstellen, um ihre Geschichten zu sammeln. Dies ist der uns vorgeschriebene Weg. Bitte, tu es nicht. Das war ein guter Witz. Was wir brauchen, ist ein Geschenk. Du musst eine Idee haben. Wieso muss ich eine Idee haben? Ist deine Freundin. Wie wäre es mit einem Tagebuch, mit einer Feder und etwas Tinte? Ein schönes Bücherset. So kann sie ihre Geschichten alle an einen Ort schreiben. Das wäre perfekt, aber ich wüsste nicht, wo ich diese Dinge im Schloss finden könnte. Sag das Zauberwort und ich werde dir helfen, genau. Dafür bin ich da. Ich kann dir diese Sachen besorgen, kein Problem. Ich bin froh, dass du hierher gekommen bist. Ich gehe zurück ins Tal, um die nötigen Sachen zu besorgen. Ins Tal? Welches Tal? Da komme ich her. Belle möchte es unbedingt mit dir besuchen. Hat sie das gesagt? Ja, überleg es dir einfach, okay? Ich stelle Bells Bücherset zusammen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Leider kann ich mich nicht verbeugen. Frag einen Dorfbewohner nach einer Feder und ich muss schon wieder Fasern machen. Das ist nicht gut. Ich habe nicht mehr so viel. Und ich kann die Algen auch nicht kaufen, glaube ich. Oder nur sehr, sehr selten kaufen. Ja, wie gesagt, ich war seit Monaten nicht mehr grinden. Das ist dann immer so eine Sache, wenn man dann was braucht. Aber gut, frage einen Dorfbewohner nach einer Feder. Eigentlich müsste ich dann Donald fragen. Okay, hier. Dagobert könnte auch eine haben. Sind ja beides Enten, ne? Deswegen fragen wir einfach mal. Dagobertchen, nicht weglaufen. Hallo, Herr Duck. Hast du eine Feder für mich? Sie ist für Belle und das Biest. Ja, ich hörte, du bist durch das Tor des Reiches gegangen, um Belle und seine Hoheit zu treffen. Die beiden wurden hier wirklich vermisst. Du hilfst also? Nenn mir den Preis, seufzt. Ich denke, sie werden gute Kunden sein. Für sie? Oder auch für dich, Gameplayerin, geht das hier aufs Haus. Ich fand eine richtig schöne unter dem Stuhl in meinem Büro. Ich muss sie gestern Abend bei der Buchführung verloren haben. Oh, das ist nett. Dankeschön. Freundlichen Dank. Ja, ich habe zu danken. Was ist das denn hier eigentlich? Ist das neu? Der Boden sah doch sonst nicht so aus, oder? Das ist aber auf jeden Fall neu. Was ist denn das? Von Toy Story eine Fotokabine. Die ist ja geil. Die nehme ich doch sofort. Wenn ich schon mal hier bin, dann gucke ich auch noch mal schnell die anderen Sachen an. Freundlichen Dank. Und nehme mal die Sachen mit, die ich noch nicht habe. Ich meine, viele habe ich einfach stehen gelassen, weil die einfach hässlich sind. Aber jetzt mit dem System, mit diesem Punkt, dass ich weiß, dass alles, was einen Punkt dran hat, dass ich das noch nicht habe, dann kann ich mir die Sachen natürlich gut holen. Hallo. Hey. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich die tatsächlich alle noch nicht habe. Aber naja, ich vertraue dem Punkt mal. Weil man hat ja immer mal wieder irgendwas, wie gesagt, wo man mal was fotografieren muss, irgendwelche Sachen anziehen muss, die irgendwas Spezielles haben. Also spezielle Eigenschaften haben. Der hatte gerade keinen Punkt, ne? Er hatte gerade einen Punkt, meine ich. Für Wally, da bin ich mir nicht sicher. Da meine ich eigentlich, das hatte ich schon geholt. Das ist so hässlich, das habe ich sicher noch nicht geholt. Das heißt, das nehmen wir jetzt auch mit. Kann ich nicht einfach das behalten, was ich anhabe? Ich finde das so klasse. Okay, hier unten die Sachen müssen wir auch noch mal ganz kurz angucken. Das hätte ich jetzt gedacht. Das habe ich schon, aber okay. Vielleicht habe ich das auch in einer anderen Farbe. Das habe ich schon, das habe ich schon. Das habe ich schon. Und den habe ich noch nicht. Hallo.
Na gut, dann gehen wir jetzt nochmal ganz schnell oben gucken und dann können wir mit der Quest wieder weitermachen. Die habe ich auch noch nicht. Also in beige oder so, glaube ich. Oh, das sieht schön aus. Das ist von Vajana, oder? Nee, Eiskönigin. Da bin ich mir aber sicher, dass ich die noch nicht habe. Aber gut, ist kein Punkt dran. Also muss ich die schon mal gehabt haben. Das habe ich auch schon gehabt, aber das können wir trotzdem nochmal mitnehmen. Das ist richtig schön. Brauchst mir nicht hinterherlaufen. Ich habe schon alles so weit frei weggekauft. So, dann machen wir uns jetzt ganz schnell auf und schauen mal, dass wir noch hoffentlich die Fasern hinkriegen. Sonst kriege ich die Krise. So, Fasern. Okay. Schaffen wir. Und Bücherset. Zack. So, dann einmal wieder zurück zum Biest. Das sieht richtig toll aus, wenn das hier zum Vergessen übergeht, hier, wenn es so aufgeht. Ach ja, immer dieser endlos scheinende lange Weg, den man nicht kürzer machen kann, weil diese blöde Kuh keine Sprintfunktion hat. Ah! So. Geradeaus war das, ne? Ich versuche mich hier ein bisschen zurechtzufinden. Es ist schon ein sehr geiler Ort, muss ich sagen. Ist ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass man die hier rausholen möchte. Bitteschön, eine Lieferung fürs Biest. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich bin mir sicher, Bell wird ihn mögen, Gameplayerin. Danke. Aber ich habe nachgedacht und ein Geschenk ist keine Entschuldigung. Während unserer Meinungsverschiedenheit habe ich geschrien und Dinge kaputt gemacht. Wie könnte sie einem solchen Monster jemals verzeihen? Du bist kein Monster, das hört er wahrscheinlich nicht gerne, ne? Zeigen wir ihr deine beste Seite. Und sein Selbstbewusstsein sollte auch dringend gestärkt werden. Wie? Machen wir dich für deine Entschuldigung zurecht. Das wird helfen. Wo sind deine Pflegeprodukte? Ich weiß es nicht. Darum habe ich mich schon lange nicht mehr gekümmert. Keine Sorge, ich schaue mich um und finde deine Pflegeprodukte im Handumdrehen. Ich muss nur prinzliches Shampoo, prinzliches Parfüm und eine Bürste finden. Danke. Das ist sehr nett. Mhm. Dein Parfüm habe ich schon mal. Shampoo dürfte wahrscheinlich hier hinten beistehen, ja. Die Frage ist nur, wo hat er jetzt eine Bürste rumfliegen? Okay, das hat sich dann gerade erledigt. Das ist aber eine Schubberbürste hier vom Bad. Bitteschön. Er geiert schon. Ich bin froh, dass du hier bist. Na also, ein strahlender und parfümierter Prinz. Kommt sofort. Du siehst großartig aus, Biest. Wie fühlst du dich? Besser. Und wenn ich das Falsche zu ihr sage, dann war all das umsonst. Das wirst du nicht. Wir werden deine Entschuldigung einfach üben. Wie? Ich werde Bell sein und du bist du. Du verletzt meine Gefühle. Oder du siehst heute so wuschelig und knuddelig aus. Aber... Du warst diejenige, die die Regeln gebrochen hat. Du hast dir das Bild angesehen. Tief durchatmen. Versuche nicht in die Defensive zu gehen, okay? Du hast recht. Können wir wieder von vorne anfangen? Okay, ich bin's Bell. Worüber willst du reden? Bell, ich war sehr wütend, als ich gesehen habe, wie du das Gemälde angestarrt hast. Aber ich hätte dich nicht erschrecken oder die Beherrschung verlieren dürfen. Es tut mir leid. Das war toll. Ein paar Tränen und es wäre perfekt, das stimmt. Wirklich? Denkst du, sie wird meine Entschuldigung annehmen?
ist bereit. Lass uns Bell suchen. Ich hoffe, wir sprechen bald wieder miteinander. Ja, spätestens, wenn du Bell gesprochen hast, nehme ich an. Höre die Entschuldigung vom Biest bei Bell im Garten an, okay? Ich laufe ihm einfach mal hinterher. Oh, sie ist bei den Rosen. Ich geh mal ein bisschen schneller hier. Bell, es tut mir leid, dass ich mein Temperament verloren habe. Ich hätte fragen sollen, warum du dort warst, damit wir darüber reden können. Danke, dass du das gesagt hast. Ich wollte dich nicht verärgern. Ich habe nur versucht, mehr über dich zu erfahren. Du kannst mich alles fragen, aber hier, das ist für dich, für deine Texte. Ein Tagebuch? Oh, das ist wundervoll. Danke, ich werde es nutzen, um über all unsere Abenteuer zu schreiben. Meinst du, es ist an der Zeit für unseren nächstes Abenteuer? Das würde mir gefallen. Gameplayerin, das Biest hat sich gerade sehr nett bei mir entschuldigt und mir ein wunderbares Tagebuch geschenkt. Du hast schon so viel für uns getan, aber ich muss dich noch um einen weiteren Gefallen bitten. Sprich weiter. Das klingt nach einem wunderbaren Abenteuer, das ich mit dem Biest gemeinsam erleben kann. Gibt es dort eine Möglichkeit für uns zu übernachten? Aber sicher, ich werde dafür sorgen. Ich brauche nur ein bisschen Zeit. Vielen Dank. Bitte komm bald wieder. Ich kann es kaum erwarten, einen so faszinierenden Ort zu besuchen. Vielen herzlichen Dank. Dein Fell sieht heute sehr glänzend aus. Oh, danke. Gameplayerin hat mir geholfen. Meinst du, das Dorf wird mich akzeptieren? Das hoffe ich. Wenn es dir lieber ist, kann ich nachsehen, ob es so ist. Ja, ich denke mal, ich hoffe mal, da kommt jetzt nicht noch mehr. Dann können wir das Schloss im Dreamlight Valley eben noch platzieren. Ah, ich bin so aufgeregt. Endlich kommt Belle und natürlich auch das Biest zu uns. Nee, es war doch richtig rum. Auch wenn ich hier immer noch irgendwas höre. Nee, es war nicht... hallo? Ah! Ich will doch nur zurück. Lasst mich zurückgehen. Irgendwann kriege ich das heute nochmal hin. Ich denke die ganze Zeit, du musst einfach die Treppen hochgehen. Ach nee, du musst doch vorher abbiegen. Oh, falsch. Du musst einfach die Treppen hochgehen. Ach nee, du könntest ja mal die andere Richtung benutzen. Falsch. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Aber wo mache ich jetzt am besten das Schloss hin? Der fühlt sich doch eigentlich so im Wald und so wohl, oder? So abseits von den Menschen. Allerdings habe ich da jetzt schon hier die Trulla da einquartiert. Da hat sie ihr Haus. Langsam wird es ein bisschen eng hier, muss ich sagen. Lichtung des Vertrauens wäre natürlich ganz schön, weil das so ein bisschen magisch ist. Andererseits bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht unbedingt, ob er in der Nähe von Mutter Gudel wohnen möchte. Andererseits, auch wenn das Cinderella ist, was wäre, wenn wir das Ganze hier in dem Bereich hinsetzen würden? Also nicht, weil das so schaurig ist, ne, vom Biest her, sondern einfach nur, weil das, denke ich mal, eine ganz schöne Umgebung wäre. Oder vielleicht auch nicht, weil das nicht so schön aussieht. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, wie groß das ist. Wir haben hier hinten auch nicht so viel Platz, ne? Dann ist hier auch noch der Teich im Weg. Vielleicht doch lieber im Wald der Tapferkeit. Wenn sie bei ihm in der Nähe ist, ich glaube, dann wird er bekloppt werden. Andererseits, wenn sie bei ihm in der Nähe ist, also hier unsere kleine Rennfahrerin, ich glaube, dann wird er auch bekloppt werden. Könnten wir nicht hier vielleicht irgendwo noch ein Plätzchen frei machen? Da muss ich mal gucken. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus hier, oder? Moment, das können wir zum Beispiel wegmachen. So. Die
Können wir woanders hinstellen. So, das auch ein bisschen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie groß das Schloss sein wird. Ah, das ist schon... Mehr nach oben können wir auch nicht gehen. Aber das reicht, oder? Ja, das reicht. Doch, das reicht. Okay, perfekt. Dann schauen wir mal. Hallo. Belle und das Biest wollen zurück ins Tal. Welch ein Glück. Bauen wir ihnen ein schönes Haus und eine ordentliche Rendite. Für 20.000. Oh. Ja, das ist in Ordnung. Hä? Ich bringe diesen Ort zum Glänzen wie einen neuen Kreuzer. Heiße Belle, willkommen. Würde ich gerne, wenn ich mich bewegen könnte. Aloha. Hallo. Ah. Oh. Moment, Moment. Das ist Belle und sie ist schon wieder am Lesen. Das ist doch ein fast perfektes Foto. Machen wir noch ein zweites. Das war jetzt unabsichtlich, weil ich das Falsche gedrückt habe, aber egal. Was ist denn mit dem Biest? Können wir uns unterhalten? Ja, ja, würde ich gerne. Nein, ach, geh doch mal weg, Schwein. Würde ich gerne. Was ist denn mit dem Biest, Belle? Oh, sag mal. Oh, langsam fällt mir alles wieder ein. Merlins Bibliothek, das wunderbare Essen im Chez Remy, unsere Freunde und Abenteuer. Ich bin so froh, dass deine Erinnerungen zurückkommen, Belle. Gameplayerin, würdest du bitte dem Biest diese Nachricht überbringen? Es blieb zurück, weil er nicht wusste, was er von dem Dorf halten sollte. Das wird ihm die Gewissheit geben, dass er mich hier ohne Probleme besuchen kann. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich gehe noch mal kurz den Zettel wegbringen. Und dann gehen wir uns natürlich gleich... ich denke, die Quest ist jetzt gleich zu Ende. Dann gehen wir uns natürlich auch gleich noch mal das neue Haus angucken. Beziehungsweise das neue Schloss angucken. Eigentlich müssten wir die irgendwie neben Ariel platzieren oder so. Ne? Das sind ja so gesehen zwei Prinzen. Können Erfahrung austauschen oder so. Ah, sehr schön, dass du hier direkt in der Nähe stehst. Hier, bitteschön. Das ist ein Brief von Belle. Mein Freund. Eine Nachricht von Belle? Dort steht, sie ist sehr glücklich im Tal. Und sie möchte, dass ich ihr folge. Das würde alles passen. Du passt perfekt dorthin. Jeder im Tal ist ein wenig anders. Das macht es so besonders. Wirst du auch dort sein? Natürlich, wann immer du mich brauchst. Okay, zeig es mir. Ich bin bereit. Ich hoffe, wir sprechen bald wieder miteinander. Ja! Oh, macht hier eine Leute. Ich will ihn auch willkommen heißen. Los! Aber wie mache ich da jetzt das Bild? Der ist so groß. Der passt gar nicht ins Bild rein, oder? Und ich stehe jetzt wieder so selten dämlich davor. Oh, das ist gar kein schlechtes Bild, ganz ehrlich. Das sieht echt nicht schlecht aus. Ja gut, da hat er jetzt die Augen zu. Na, jeder versaut mal gerne das Bild. Das ist geil, weil er, weil er da so die Zähne zeigt. Das ist ja so sein typisches, ne? Mit dem Zähne zeigen. Hi. Ich erinnere mich an diesen Ort. Aber er scheint anders zu sein. Das Vergessen hatte eine Menge verändert. Aber ich bin mir sicher, mit der Zeit wirst du dich hier wieder wohlfühlen. Vorausgesetzt, ich habe mal die Zeit, dass ich mal den ganzen Scheiß hier wieder wegmachen kann mit den Dornen und so. Danke, Gameplayerin. Ich muss Belle finden. Ich werde nie vergessen, was du für uns getan hast. Ah, ist das schön. Ist das schön. Ich würde ja jetzt fast sagen, zwei Liebende haben zusammengefunden, aber es wäre natürlich übertrieben, weil die waren ja schon die ganze Zeit zusammen, ne? Dann laufen wir erstmal in die falsche Richtung, bevor ich dann feststelle, wo ich hinlaufen muss.
Und dann dementsprechend schauen wir uns mal das Schloss an. Das sieht von außen ja nicht schlecht aus, wenn auch sehr schlicht. Hallo, was machst du hier? Warum bist du... warum besteht das Schloss nur aus einem Zimmer? Wollt ihr mich denn hier vergackeiern? Wo sollen die denn schlafen? Gibt es hier noch einen Geheimraum? Bist du ein Geheimraum? Hm. Das ist aber nicht gut. Die hätten lieber bei dem großen Schloss bleiben sollen. Da haben sie ganz viel Platz für sich gehabt. Ah, das gute Ende. Nachdem die Blume schon gestorben war, oder wie war das? War nur noch ein Blatt übrig? Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das mit der Geschichte war. Oder das letzte Blatt ist gefallen zu einem Zeitpunkt. Ich bin mir nicht sicher. Hallo. Ich bin froh, dass es hier andere Leute, andere nette Leute gibt. Keine Ahnung, was er sagen will. Und weg ist er. Aber er scheint sich hier wohl zu fühlen. Habe ich ihm doch einen ganz guten Ort hier ausgesucht. Ja, ihr Lieben, um das Ganze jetzt nicht noch künstlich in die Länge zu ziehen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Ich kümmere mich dann die nächsten Tage, ich hoffe, es dauert nicht so lange, darum, dass ich, wen eigentlich level? Ich glaube, ich muss beide einzeln leveln, denke ich mir mal. Dass ich auf jeden Fall hier level. Ich gucke jetzt nochmal eben ganz schnell, bevor ich hier irgendeinen Mist erzähle. Charaktere, die sind ja beide hier drin, gehe ich mal stark davon aus. Ne? Ja, genau. Beide muss ich leveln. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist, was ich jetzt da stehe. Ist das ein Teeservice oder was? Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall, wir können beide leveln, das ist schon mal gut. Das heißt, wir kriegen von beiden wahrscheinlich auch noch so unsere Quests. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das bedeutet nämlich auch, dass wir wieder neue Sachen zu tun haben, beziehungsweise neue Folgen aufnehmen können. Ich gebe mein Bestes. Ich habe natürlich nur die zwei Felder. Dementsprechend dauert das immer so ein bisschen. Aber aufs nächste Level sollte es eigentlich relativ schnell gehen. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Ich verabschiede mich für heute von euch und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.